Hier entlang, Primrose, beeil dich. Ich kenne den Weg, du Penner. Immer schön, wenn man mitkriegt, wie die Namen eigentlich ausgesprochen werden. Ah, there you are. Hast uns lang genug warten lassen, Primmy. Forgive me. Ich habe meine Haare gemacht. Hoffentlich ist das auch wert. Du bist unsere größte Chance, heute Abend etwas zu essen zu bekommen. Und die Kunden warten schon. I am ready. Also los. Da ist sie endlich! Wache über mich, Vater. Wache über mich. An jedem Tag schwor ich Rache an den Männern, die dich mir genommen haben. An den Dreien mit dem Krähenzeichen. Ich verließ mein Zuhause, folgte ihrer Spur. Diese Spur führte mich hierher. Ich hörte, dass einer von ihnen oft in diese Stadt kommt. Ein schwacher Hoffnungsschimmer. Aber es war alles, was ich hatte. Bis ich ihn finde, werde ich jede Schmach ertragen. Der Verlust meiner Ehre ist nichts gegen den Schmerz, dich zu verlieren, Vater. Vater, ich werde nicht ruhen, bis ich die drei gefunden und Gerechtigkeit geübt habe. Und bis ich euch gerecht habe, werde ich tanzen. Wow. Ich glaube, ich bin verliebt! Wie wär's mit einer privaten Vorstellung, meine Liebe? Nur du und ich. Ihr seid so freundlich und gut aussehend, wenn ich das sagen darf. Gute Arbeit, Primmy. Danke. No. Sieh dir mal deine Sandalen an, Mädchen. Der Riemen ist ja ganz kaputt. Geh zurück und besorg dir ein neues Paar. Yes. Sehr gern. Zum Schlafsaal gehen, ja, irgendwann. Hold there! Okay, sie haben die gleichen Texte. Oder gar keine. Gehen wir in direkten Wegen, damit wir nicht auffallen. Aber wir müssen nicht schnell gehen. Hey! Hey! Papa, Papa! Ich werde in einem Theaterstück mitspielen. Ich bin die Prinzessin. Alle werden mich bewundern. Kommst und siehst du dir an, oder? Yes. Natürlich, mein Liebes. Oh, thank you. Vielen Dank, euer. Wie war das? Was? Wie war das? Achso. Weißt du was, Papa? Wenn ich groß bin, will ich eine wunderschöne Tänzerin sein. Der hellste Stern auf der Bühne. Lass es lieber. Eine Tänzerin? Diesen Traum sollst du schnell wieder vergessen. Aber warum, Papa? Frag deine Mutter. Helena, mein Liebes. Du möchtest doch eine feine Dame werden, oder? Wie die Prinzessin, die du spielen wirst. Dann wäre es besser, solche Dinge nicht zu sagen. Nicht in dieser Stadt. So falsch am Tanzen. Das macht so viel Spaß. What? Sie ist wunderschön. Hallo, meine Kleine. Oh, come now.
Komm schon, Helena. Hier geht es lang. Im Gasthaus werde ich dich ins Bett stecken. Papa hat sich heute Abend um Geschäfte zu kümmern. Im Wirtshaus bei den Tänzerinnen. Du verstehst, was ich meine. Yes. Es sollte wohl auch besser wieder in die Arbeit gehen. Was schnattert ihr? Ein Dorn? Schnell, ein Taschentuch. Primi blutet, die Ärmste. Hat sich etwa eine Blase geholt? Sie tanzt doch immer, ach, so leidenschaftlich. Are you all right? Geht's dir gut, Prim? Weitaus besser als Primi. Yes. Alles gut. Nichts, womit ich nicht früher schon fertig werde, wurde. Hey! Meint ihr nicht, es reicht so langsam? Habt ihr so viel Spaß daran, andere leiden zu sehen? Wir sind nicht als die Spielzeuge des Meisters. Wir alle. Und wir wissen alle, was mit den Mädchen passiert, die missfallen. Oder habt ihr das schon vergessen? Sie werden halb zu Tode geprügelt und in die Gosse geworfen. Den Tod überlassen. Krank und hungernd. Stop that! Help! Wir wissen alle gut genug, wo wir stehen. Wir wissen, was er uns antun kann. Warum quält ihr dann eine aus euren eigenen Reihen? Weil sie die drei Geppettos sind. Many thanks. Danke, Yusufa, aber bitte macht ihr meinetwegen keine Feinde. You. Was jault ihr hier hinten so herum? Zieht eure Krallen ein, es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Oder glaubt ihr, meine Kassen füllen sich von selbst? Raus mit euch und holt euer Trinkgeld ab. Nicht du. Wait a minute. Ach nee, es war du nicht. Du bleibst hier. Was war das für eine armselige Vorstellung, die du heute geboten hast? Meinst du etwa, ich sei blind? Mit einem Blick habe ich erkannt, dass du in Gedanken ganz woanders warst. Ja, mir offenbart sich alles, was auch immer in deinem kleinen, hübschen, leeren Kopf vorgeht. Und vom Tanzen waren deine Gedanken heute weit entfernt. Du hast doch nicht etwa deine Schulden vergessen, oder? Du hast doch nicht vergessen, wem du gehörst. Du weißt, welches Schicksal dir blüht, wenn du dich mir widersetzt. Oder nicht, Kätzchen? Ich warne dich, weil ich mich um dich sorge, Primrose. Ich möchte doch nicht, dass meinem leuchtenden Stern was Bedauerliches zustößt. Forgive me. Es tut mir leid, Meister. Vergib mir. The truth is... Ich war in der Erinnerung an einen Tag gefangen, an dem ich zu euch kam. Ach, warst du das? Nicht ein Tag, nicht ein Moment verstreicht, ohne dass ich Dankbarkeit für all das verspüre, was ihr für mich getan habt. Bitte verzeiht meine mangelnde Konzentration heute, Meister. Es wird nicht wieder vorkommen. Ach, meine liebe, liebe Primrose. Auch ich denke oft an den Tag zurück, an dem du vor meiner Tür standest. Allein der Gedanke an den Anblick, als du für mich getanzt hast, wie süß und unschuldig du warst,
weckt ein Kribbeln in mir. Du hast all meine Erwartungen erfüllt. Du bist meine beste Investition. Aber am heutigen Abend hast du mich enttäuscht. Und dafür musst du büßen. Das Publikum ist heute recht spärlich erschienen. Auf die Straße mit dir und schaff uns ein paar Kunden heran. Kunden mit ausreichend Geld, um unsere wöchentlichen Aufwendungen zu decken. Sollte dir das gelingen, werde ich vielleicht gnädig mit dir sein. Zumindest einigermaßen, Kätzchen. Yes. Ja, seid sehr freundlich, Meister. Bravo, Prim. Das war eine Vorstellung der Extraklasse. Wie machst du das? Wenn immer ich ihn mit Meister nennen muss, möchte ich mich nur übergeben. Ich würde es auch. Was machst du hier? Sollst du nicht unterwegs sein und Trinkgeld einsammeln? Are you all right? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Wie geht's deinem Fuß? What? Wie bitte? Hier, nimm das. Ein Taschentuch? Sollst du mir jetzt die Blutung stoppen? So, nutze die einzige Aktion. Versuch stoppen. Primrose kann Stadtbewohner dazu verführen, ihr zu folgen. Ja, das weiß ich zum Glück schon. Und, komme mit mir. Komm schon, sag mir die Wahrheit. Würdest du nicht gerne ein bisschen mehr Zeit mit mir verbringen? Lakai des Meisters. Das ist unsere Primrose. Keiner kann dir widerstehen, was? Ich jedenfalls nicht. Komm, gib mir deine Hand. So. Und dann, Zeit für eine weitere Vorstellung. Dieser scheint in Frage zu kommen. Aber ich habe doch gerade schon die dumme Wache verführt. Excuse me. Ein wunderbarer Abend, nicht wahr, mein Herr? Vielleicht möchtet ihr gerne mit mir... Vielleicht möchtet ihr ihn gerne mit mir verbringen? My apologies. Gutbetuchter Ehrenmann. Ein verführerisches Angebot, aber ich bin geschäftlich unterwegs und ich muss bereits am frühen Morgen abreisen. Geht bestimmt beeindruckenden Geschäften nach. Könnt ihr mir nicht doch bei einem Getränk mehr darüber erzählen? Ich würde euch gerne näher kennenlernen. Most unfortunate. Ich befürchte, das geht nicht. Excuse me. Ich tanze in einer Taverne ganz in der Nähe. Ich könnte eine Vorstellung geben, nur für euch. Rufbereit 9. Aha. Na komm. Ja, ja. Wir sollen ja eh den anderen nehmen. Komm schon, sag mir die Wahrheit. Was du nicht gern, hatten wir doch schon. Ach je. Ich kann nicht widerstehen. Komm, gib mir deine Hand. Und los geht's. Hand in Hand. Unaufhaltsam ziehst du mich in deinen Bann. Du lächelst wie die Morgensonne. Lass uns zusammen der Dunkelheit entfliehen. Hand in Hand. Ja. Einfach mal. Ja, das scheint mir doch ein recht gut betuchter Kunde zu sein. Excellent. Gute Arbeit, Kätzchen. Heute Abend soll es dir an nichts fehlen. Many thanks. Ihr ehrt mich, Meister. Die Plätze sind allmählich gut besetzt. Los, raus mit dir. Sorgt dafür, dass ihre Becher nie leer werden. Yes. Wie ihr wünscht, Meister. Beg pardon. Darf ich euer Glas auffüllen?
Ha, Primrose, jedes Mal, wenn ich dich sehe, bist du noch hübscher geworden. Es ist schon eine Weile her, dass wir zuletzt eure Gesellschaft genießen durften. Wie lange werdet ihr uns heute Abend beehren? Solange du mich gerne hier hast. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen schleibigen Arschlöcher. Ho, ho, solange du mich gerne hier hast, meine Liebe. Was ihr nicht sagt, darüber werde ich ein wenig nachdenken müssen. Boah, kotzt mich diese Stadt an. Wir hätten sie zuerst machen sollen. Wir sehen uns später wieder. Till next time. Ich komme wieder. Oh, warte mal. Könnte das etwa... Da, an seinem linken Arm. Das Zeichen der Krähe. Wie lange habe ich auf diesen Tag gewartet? Endlich bist du hier erschienen. In dieser Nacht soll nach langer Zeit endlich Gerechtigkeit geübt werden. Und wo wollen wir denn hin? Der Mann hat es dir angetan, was? Na, Schätzchen? War es lieber auf den ersten Blick? Meister? I think not. Du hast doch wohl nicht vor, die Bühne und deine Kunden zu verlassen, solange der Abend nicht zu Ende ist, oder? Zurück an die Arbeit, Primrose. Gehe mal davon aus, dass ich mich nicht wiederholen muss, oder? Put your face back on now, Kitty. Du erinnerst dich noch. Du erinnerst dich doch, was mit unartigen Kätzchen geschieht, die nicht auf mich hören, oder? Das ist alles, was ich habe. Ich werde vielleicht nie wieder so eine Gelegenheit bekommen. Prim, was ist denn los? So aufgeregt habe ich dich noch nie gesehen. Egal, was los ist, es muss wichtig genug sein, um den Zorn des Meisters zu riskieren. Überlass das mir. Ich will ihn ablecken. Du schlüpfst dann hinten durch das Obergeschoss hinaus. Ich kann dich da nicht mit hineinziehen. Du bringst dich selbst in Gefahr. Hör mal, Prim. Vielleicht sagst du mir nicht alles, was du denkst. Come on! Aber das macht mir nichts. Ich bin auf deiner Seite und werde es auch immer sein. Auf meiner Seite? Wenn die anderen Mädchen auf mir herumhacken und mir sagen, ich soll mich unterordnen, hast du immer zu mir gestanden. Du sprichst nicht viel. Du wirkst immer so abwesend, geradezu unnahbar. Aber ich kenne den Grund. Du möchtest anderen mit deinen Sorgen nicht zur Last fallen. Ich kenne dich besser, als du denkst, Prim. And I know that deep down you have a good heart. Jetzt fängst du auf einmal an zu labern? Ja, super. Ich... Vielen Dank. Eine Frau der wenigen Worte. Wie immer. Und daran soll sich auch gar nichts ändern. Stadt im Südwesten verlassen, das kriegen wir hin. Kann ich mittendrin noch jemanden abschleppen? Hm.
wirst die Frauen beschaffen, die ich brauche, nicht wahr? Viel Gehilfe ist heutzutage schwer zu bekommen. Was soll ich da schon machen? Ich kann euch versichern, Herr, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um... Helgenisch. Wir sind doch Freunde, nicht wahr? Freunde kümmern sich umeinander, ja? Keinesfalls aber enttäuschen sie sich. Yes! Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Ich habe in der Stadt eine hübsche Tänzerin gesehen. So eine würde mir gefallen. Also ist das so, wie ich vermutet habe. Helgenisch kennt ihn. Listen to me. Schaff die Frau zu der Stelle, die ich auf der Karte markiert habe. Die auf der Stelle ist ja auch egal. Und Helgenisch. Lass mich nicht warten. Yes! Aber natürlich, Herr. Diese Karte. Dann werde ich mal diese dreckige Krähe verfolgen. Haltet euch da heraus. Das ist meine Sache, nicht eure. Aber ich denke, es steht euch frei zu tun, was ihr wollt. Kommt schon, wenn ihr kommen wollt. So. Prim hat sich der Gruppe angeschlossen. Und los geht's. Die Frage ist nur, wie gehen wir jetzt am besten vor, weil theoretisch wäre vielleicht am schlauesten, sie einfach hier ins Dings zu bringen, damit sie der Typ da, also ich gehe mal stark davon aus, dass sie gemeint war. Können wir nicht erst diesen komischen Typen abstechen, bevor wir irgendwas anderes machen? Wie wäre so irgendwie danach? Ernsthaft? Die stellen mitten in der Quest hier irgendwelche Schilder in den Weg? Oder spinnen die? Gut, dann folgen wir dem Mistkerl.